Lass uns einmal rein in diese wirklich bewegende Dokumentation. Ich habe es eben schon gesagt, morgen um 23.30 Uhr hier im ZDF, Schwarze Adler. Und alle drei, wie Sie hier sitzen, haben mitgewirkt an diesem Film. Patrick Obumoyela, Otto Addo und Gerald Asamoah. Jetzt, glaube ich, auch schon abrufbar in der Mediathek. Und wir schauen einmal kurz rein. Wer den Schwarzen Adler auf der Brust tragen darf, der hat sehr viel erreicht. Das ist Stolz, für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Der erste Farbige macht dann erstes Länderspiel. Wie fühlen sich denn eigentlich, wenn Sie den Adler auf der Brust und Nationalhymne? Sie sehen ein bisschen dunkler aus als andere Leute. Das liegt sicherlich nicht an unserem schönen Wetter hier. Wieso sind Sie dann gerade hier in Bonn geboren worden? Ja, weil meine Eltern mich hier gemacht haben. Alles Sachen, was ich im Otto-Katalog gesehen habe, dachte, das ist Deutschland. Und das war halt mein Bild von Deutschland. Man wächst in diesem Land auf und gehört nicht dazu. Ich konnte mich dann nicht so wirklich mit Deutschland identifizieren, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin. Wieso spielt denn der schwarze Hartwicht in der Mannschaft da drin? Guck mal, einen Schwatten haben wir auch immer. Wir wollen keine Schwatten. Diesen Hass hatte ich vorher nie irgendwo anders kennengelernt. Das am eigenen Leib zu erfahren, war noch nicht schön. Ich konnte nicht mehr normal denken. Also ich war wütend, traurig, sauer, alles auf einmal. Und das war dann alles zu viel. Ich muss in einem Land leben können und dürfen, wo die Menschen mich so annehmen, wie ich bin. Bin stolz, Berliner zu sein! Maybe this thing ain't something real for you. Right? But this pressure means something real to me. Wir müssen noch viel dafür tun, dass der Mensch nur noch als Mensch gesehen wird. Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassenhass. Das sind dieselben Probleme wie vor 20, 30 Jahren. Da hat sich nicht viel verändert. Das eben gerade mal hier beobachtet, was für ein Wechselbad der Gefühle. Ne? Gerald, der lacht, als er die Szene mit dem Otto-Katalog sieht. Wir haben damals uns mal darüber unterhalten, als sie sagten, ich habe Deutschland aus dem Otto-Katalog kennengelernt. Ich dachte, das ist Deutschland. Aber dann auch die anderen, die wirklich hässlichen Szenen. Ich habe früh verstanden, dass von mir mehr verlangt wird als von anderen Menschen. Wann und in welchen Momenten? In vielen Sachen. Wenn du im Fußball bist und der einzige Schwarzer drin bist, merkst du schon, dass du mehr tun musst, um deine Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das bezieht sich auch in dein ganzes Leben lang. Und klar wirst du anders beobachtet, wirst anders angesehen. Und für mich war es immer klar zu sagen, okay, ich muss mehr leisten, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und das habe ich mir dann auch sehr früh eingeimpft. Sie sind in Ghana geboren, das vorhin schon gesagt. Und dann 1990, glaube ich, ne, mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen. Was war das für ein Land? Wie roch das? Wie sah das aus? Was war das für ein Deutschland? Das habe ich, wie ich es gerade auch im Film gesagt habe, es war so für mich so, ich habe kein Bild gehabt. Ich lebte in Ghana, in meinem Dorf und bin dann halt mit 9 in dem Internat gewesen, wo wirklich kein Fernsehen da war. Also ich glaube, ich wusste ja damals, 90, West Germany hieß das, war WM. Westdeutschland, ja. Westdeutschland, das habe ich erst mal erlebt. Aber ich hatte gar kein Bild von Deutschland. Halt. Und meine Mama zu Besuch kam sie mal mit Otto-Katalog. Und den ganzen Lauf hat sie den Otto-Katalog angeschaut. Und gesagt, ey, das will ich haben, das will ich. Und das war mein Bild von Deutschland. Und als ich dann 90 gekommen bin, erstmal wusste ich gar nicht, dass es so kalt ist in Deutschland. Das habe ich erstmal erlebt. Aber das Bild, was ich dann von Deutschland hatte, hat sich dann sehr, sehr gelegt, um zu wissen, in der Klasse zu wesen, in der Schule zu wesen, wo du dann halt anders gesehen wurdest. Und da habe ich erstmal auf dem Schulhof gemerkt, dass die Leute, dass zum Beispiel das N-Wort kannte ich gar nicht. Und das habe ich Sie alles. Sie kannten das gar nicht. Das heißt, ich habe nur mein Leben noch nie gehört. Ich meine, wenn du in Ghana lebst, kennst du sowas gar nicht. Und wann haben Sie verstanden, wie das konnotiert ist, wie das gemeint ist? Bei Mitschüler mir das erklärt haben. Mitschüler haben mir das erklärt, was das N-Wort heißt. Und dann, klar, dann bist du dann als Junge sehr aggressiv, dann, wenn du das N-Wort hörst. Mhm. Wie haben Sie dann reagiert? Ich meine, es ist kein vorbildhaft, aber ich glaube, ich habe mich dann auch sehr, sehr verbal, auch aggressiv dagegen gestimmt, weil es gab auch immer, du hast immer gewissen dumme Leute, die das auch
extra nützen, um dich zu verletzen. Mhm. Und das war damals in den 90er Jahren, damals bei mir in der 6. Klasse, oft, dass in der Schulhof schon Leute da waren, weil es der einzige Schwarze auf der Schulhof Klar. war, die dann halt diesen gewissen Wörter benutzt haben. Mhm. Und wurde das beim Fußball dann einfacher oder war das genauso schwer? Ich glaube, die Anerkennung habe ich geschafft auf dem Fußballplatz. Ich glaube, wenn Menschen merken, du kannst was, du hast irgendwas, du hast ein Talent, du hast eine Begabung, dann zeigen die ein bisschen Respekt und habe dann auf dem Schulhof irgendwie das wiedergegeben. Und habe auch auf dem Schulhof sogar gemerkt, als ich dann halt, als er bald dazu kam und ich mit denen gespielt habe, habe ich gemerkt, oh, die akzeptieren mich dann auch. Und das habe ich dann auch oft darauf bezogen, auf dem Sportplatz, und wo ich gemerkt habe, verstanden, durch Leistung kann ich mich da reinarbeiten. Fühle ich mich dann auch akzeptiert. Mhm. Mhm. Patrick, in Hamburg geboren, mit 4 Jahren dann bei Grün-Weiß Eimsbüttel, glaube ich, mit Fußball begonnen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Ich habe das ja auch schon das ein oder andere Mal erzählt, dass ich glaube, da, was das betrifft, viel Glück gehabt zu haben. Ich bin in einer Großstadt, die sehr international war, groß geworden. Das hat sicherlich geholfen, muss es aber nicht. Ich bin aber auch noch in einer Siedlung groß geworden, wo ich glaube, der Anteil von ausländischen oder migrierten Menschen größer war als der von Deutschen. War auch ein relativ sozial schwacher Bezirk. Und habe Rassismus eigentlich nicht erlebt, weil es war wirklich bunt gemischt. Mhm. Es war völlig egal, wo du herkamst. Alle haben miteinander gespielt und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Thema habe ich als Heranwachsender gar nicht so an mir selber erleben müssen, wie es vielleicht gehandelt hat. Wann wurden Sie das erste Mal damit konfrontiert? Ich habe natürlich auch als meine Bewegungskreise größer wurden, Amateurfußball, dann bist du überregional unterwegs und muss leider auch sagen, dass es häufig in den neuen Bundesländern so war, wenn du in Stadien gespielt hast, dass dann die ersten Geräusche kamen, die sogenannten Affenlaute und irgendwas wurde geschmissen, ob das Bananen waren oder was auch immer. Und dann bekommt man das schon mit, dass man da... Dass Leute versuchen, einen auszugrenzen und da zu treffen, wo sie meinen, dass sie dich treffen können. Ich habe immer versucht, vielleicht auch dadurch, dass ich damit als Kind und Heranwachsender nicht so viel in Berührung gekommen bin, das einfach von mir fernzuhalten, gar nicht an mich ranzulassen. Und das ist mir relativ gut gelungen, bis es natürlich dann auch auf eine ganz präsente Art und Weise. Reden wir gleich nochmal drüber, die NPD-Geschichte, genau. Ne, auf die Sie gerade anspielen. Auch nochmal dieses Gefühl, wenn du... so wie Gerald das N-Wort gar nicht kannte. Mhm. Und Sie wachsen dort in dieser Siedlung auf, Lenz-Siedlung, glaube ich, heißt sie, ne? Wachsen in dieser Siedlung auf und haben das Gefühl, ich bin Teil davon, ich gehöre dazu. Und plötzlich merkst du, nein, da gibt es welche, die sehen mich ja ganz anders. Und sprechen mir sozusagen ab, ein Teil davon zu sein. Ja, also ich muss auch sagen, durch den Sport und die, ich sage jetzt mal, den Wettbewerb, den es da gab, in dem ich mich relativ früh dann auch durchsetzen konnte. Ich war auch keiner, der davor gescheut hat, meine Meinung durchzusetzen. Oder wenn mir einer, ich sage jetzt mal, falsch gegenüber trat, dann mich da auch ernsthaft gegen zu wehren. War also auch so ein kleiner Raufbold als Jugendlicher. Und ich habe das, wie gesagt, nicht als in die Kiste Rassismus gedrängt, sondern wenn mir einer irgendwas Blödes gesagt hat und auch wenn das mit meiner Hautfarbe zu tun hatte, dann fand er mich blöd und ich habe ihm gezeigt, was ich davon halte, so ungefähr, oder habe es versucht und habe das nie auf meine Herkunft, meine Hautfarbe bezogen. Und dementsprechend, also ich konnte das zumindest immer so von dem fernhalten, dass es gegen meine Herkunft, gegen das Land meines Vaters der aus Nigeria kam, und gegen meine Hautfarbe. Das habe ich immer versucht zu trennen, sondern der wollte mich beleidigen, der wollte mir irgendwas Schlechtes, aus welchem Grund auch immer. Und so habe ich das, oder dabei habe ich es dann oft belassen. Otto Addo, in Deutschland geboren, aufgewachsen, eben schon kurz darauf hingewiesen. Wie waren Ihre ersten Jahre? Sie haben 2015, haben uns, glaube ich, hier in der Sendung erzählt. Ich erinnere mich, da haben Sie erzählt, wie Sie mit Ihrer Mutter und Ihrer Schwester in der Bahn unterwegs waren, rassistisch beleidigt worden sind. Das heißt, dieses Sorgenfreie, das Patrick Obumoyeda schildert, hatten Sie nicht? Nee, also bei mir war es, seit ich denken kann, bin ich damit oder werde ich konfrontiert mit Rassismus. Ob es im Kindergarten war, wenn wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren, ob es als junger Fußballspieler, für mich war das leider normal, dass das immer wieder irgendwie vorkommen kann. Und ich habe mich aber versucht, damit zu arrangieren natürlich. Und Zitat von Ihnen, es war oft Angst, die mich begleitet hat. Das, glaube ich, dieses Zitat ist dann aus einer Zeit, wo ich
glaube, ich bin, seitdem ich 8 Jahre alt war, bin ich alleine zum Fußballtraining gefahren. Mhm. Und da gab es eine Phase, ich glaube, ich war 10, 11, wo ich ich erinnere mich genau, es war ein gelber VW Käfer, der mich mehrmals nach dem Training verfolgt hatte. Wo ich dann, ja, Angst hatte natürlich, dass die mich erwischen, die Bierflaschen auf mich geworfen haben, die, wo Glatzköpfe aus dem Auto rausgesprungen sind und versucht haben, mich zu jagen. Ich bin mit dem Fahrrad als kleiner Junge dann weg, durch kleine Wege. Und ich hatte auch Angst, es meiner Mutter zu erzählen, weil ich wusste, dass sobald ich das erzählen würde, würde sie mich nicht mehr zum Fußball lassen. So, und da muss man dabei schon sehr, sehr wachsam, wenn ich vom Training kam, dass ich links und rechts geguckt habe, wo ich lang war. Und wer mich vielleicht verfolgt oder ob da irgendjemand ist. Das ist der Punkt, dass Sie sagen, ich habe das auch meiner Mutter nicht erzählt, hat das auch was mit Scham zu tun? Nein, das war jetzt für mich jetzt, also ich weiß, dass meine Mutter immer für mich gekämpft hat, war hinter mir und meiner Schwester wie eine Löwin. Und das war für mich kein Problem. Bloß ich wusste, was das für Konsequenzen haben würde. Und ich habe Fußball über alles geliebt. Und wenn mir jemand das genommen hätte, das wäre das Schlimmste gewesen. Mhm. Aber jetzt, wenn ich was sagen darf. Ja, gerne. Jetzt seid ihr 3 Jahre im Fußball groß geworden. Also die Dinge, die du im Alltags als Rassismus erlebt hast, konntet ihr teilweise kompensieren durch eure Leistung. Ihr habt es beide gesagt. Und dadurch zumindest in dieser Lebenswelt ein Stück Anerkennung bekommen. Jetzt gibt es aber viele, die das nicht können. So, wenn ich mir jetzt, natürlich hilft das nicht, wenn du auf der einen Seite, wenn du in der Fußball-Community bist und bist anerkannt und in deiner Mannschaft anerkannt und auch in deinem Heimatstadion und du bist dann irgendwo, keine Ahnung, irgendwo, wo sie dich nicht kennen, wo sie dich nicht als Fußballer identifizieren, bekommst du so etwas mit. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich dieses Selbstvertrauen mir nicht holen kann und dann so angegangen werde, ich glaube, das ist für mich der entscheidende Punkt. Und so empfinde ich das zumindest. Mich hat diese Dokumentation wahnsinnig bewegt. Ich finde, das muss Pflichtlektüre für alle Schulen sein, weil ich dort Dinge gehört habe, von denen selbst ich nicht gedacht habe, dass so etwas in Deutschland hätte passieren können, obwohl mir klar war, dass bis weit in die 70er Jahre hinein selbst unsere politischen Institutionen und auch die Verwaltung voller Ex-Nazis saßen. Und wenn ich das sehe, was dort an Äußerungen in den 50er, teilweise auch 60er Jahren passiert ist, da gefriert mir das Blut in den Adern. Und wir haben, meine Frau und ich, wir haben beide diese Doku angeschaut und du kannst anfangen zu weinen in vielen Situationen, weil dir klar wird, was das mit einem jungen Menschen macht. Also ich sag mal, wenn ich eine Religion, eine sexuelle Orientierung, eine Nationalität, eine Herkunft, die nicht auf das Aussehen reflektiert, das kriegt ja oft gar keiner mit. Aber wenn ich ein ureigenstes Merkmal, also eine Hautfarbe oder ein bestimmtes Aussehen, was völlig klar für bestimmte Leute ein Unterscheidungsmerkmal ist, wenn ich damit konfrontiert werde und damit ausgegrenzt werden soll, was ist das? Was bedeutet das für einen jungen Menschen, der auf dem Weg ist, eine Identität zu finden und plötzlich feststellt, ich soll anders sein? Gibt ja viele Geschichten, die ich auch selbst schon gehört habe, die mir erzählt worden sind von Menschen, die dann anfangen, sich mit Seife stundenlang zu waschen, in der Hoffnung, dass die Haut eine andere Farbe kriegt. Erwin Kostele. Zum Beispiel. Er hat es doch gesagt. Genau. Ich habe versucht, das abzuwaschen. Genau. Otto, war das sozusagen der Moment, an dem sich für Sie entschieden hat, also wenn ich irgendwann mal Nationalelf spiele, dann wird es nicht die deutsche Mannschaft sein? Also in dem Alter habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich hätte selber nie gedacht, dass ich überhaupt so weit komme. Und wo wir dann mit Hannover in der zweiten Bundesliga waren, hatte ich auch Gespräche mit einem Trainer und mit einem Manager. Und die Anfrage aus Ghana kam, die haben gesagt, warte doch, Otto, wenn du in der ersten Liga bist, vielleicht kannst du für Deutschland spielen. Und da war für mich aber dann in dem Moment klar, ich will das gar nicht. Weil ich mich am Ende so gesehen habe, wie sehr viele Menschen mich gesehen haben, die dann natürlich als leider Gottes, dann sage ich, wenn sie mich kennengelernt haben, ich finde es einen Unterschied, wenn das die erste Frage ist, woher kommst du? Dann fühlst du dich halt nicht als Deutscher. Halt, ne? Und am Ende habe ich mich so gesehen, wie andere mich gesehen haben. Und das war nicht deutsch. Und deswegen wollte ich auf keinen Fall für Deutschland spielen. Man ist so, wie einen andere sehen.
Man? Man ist so, wie einen die anderen sehen. Man fühlt sich so. Heutzutage sehe ich das anders. Also heute bin ich das, was ich sein will. Und nicht, wie andere mich sehen oder haben wollen. Und, aber ich bin natürlich ein gestandener Mann, der seine eigene Meinung hat. Aber als junger 18-, 19-Jähriger war das was anderes. Und deswegen, wie gesagt, ich begrüße ja. dass das Leute wie Gerald ja. für Deutschland gespielt haben. Genau, Gerald, der sich anders entschieden hat, der interessanterweise in Ghana geboren ist, auch die Möglichkeit hatte, für die ghanaische Nationalmannschaft aufzulaufen und sich dann aber bewusst für Deutschland entschieden hat. Warum? Wie fanden Sie das, dass er das so gemacht hat, dass er sich so entschieden hat? In dem Moment war ich total enttäuscht. Ich konnte es auch nicht verstehen, weil wir selber auch zusammen viele Sachen erlebt haben, wo wir ausgegrenzt wurden. Wir wollten mit Mannschaftskollegen weggehen. Wir mussten draußen oder durften nicht rein in die Diskothek und andere durften rein. Wir sind mit dem Auto unterwegs gewesen und die Polizei hat uns angehalten und eine halbe Stunde irgendwie festgehalten. Und das ist anderen Spielern nie passiert. So, und da waren ganz, ganz viele Situationen, ob das jetzt in der Stadt war, wo wir beleidigt wurden oder auch im Fußballfeld. Und deswegen konnte ich das in diesem Moment 0,0 verstehen, warum er sich für Deutschland entschieden hat. Mit der Zeit, wo ich dann auch gesehen habe, dass viele Menschen, die auch ja, vielleicht gar nicht so weit gedacht haben, dass sie gesehen haben, Mensch, okay, man kann dunkelhäutig, man kann schwarz sein und deutsch sein, habe ich gesehen, okay, die haben durch Gerald begriffen, dass es auch schwarze Deutsche gibt. Und das war ein super Zeichen, dass Gerald dann da gespielt hat. Und ich habe dann mit der Zeit begriffen, Mensch, das ist super. Gerald ist der, der er sein will, nicht wie andere ihn sehen wollen. Und er setzt damit super Zeichen. Und Leute, die sich darüber keine Gedanken gemacht haben, haben angefangen zu denken und Dinge auch anders begonnen, Dinge auch anders zu sehen. Sie haben in dem Zusammenhang gesagt, es war der schwerere Weg, für den er sich entschieden hat. Ja, ich glaube schon, dass es für ihn, also das war ja auch dann bei Patrick dann später der Fall, dass es natürlich schwierig ist, wenn man für ein Land spielt, wo man weiß, da gibt es Gruppierungen, da gibt es Menschen, die das nicht haben wollen. Als wenn man jetzt, wie ich, nach Ghana geht und man ist willkommen. Das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Weg, weil man mit dieser Konfrontierung erst mal klarkommen muss. Klar. Warum haben Sie das gerade so entschieden? Warum? Also, weil ich mich einfach sehr wohl gefühlt habe in diesem Land. Es ist ja so, dass ich auch sehr viele negative Sachen erlebt habe. Trotzdem hatte ich um meinen Freundeskreis, Leute, mit denen ich rumgehangen bin, die haben mich einfach erzählt, wie ich bin. Und es waren auch Deutsche dabei. Und wer mich kennt, weiß, ich bin eher der Typ, der sehr positiv denkt und wirklich das Gute in Menschen sieht. Und als diesen gewissen Entscheidungen kam bezüglich, was willst du? Und klar habe ich mir Gedanken gemacht. Klar habe ich mir gefragt, ey, wie werde ich überhaupt akzeptiert? Wie nehmen die mich Leute mich wahr? Und habe dann ein sehr gutes Gespräch mit Udo Füller gehabt, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich will es einfach mal. Es war so eine Bauchentscheidung zu sagen, ey, ich will es. Also Rudi Völler war eine wichtige Figur in dem Zusammenhang. Klar, der wollte mich dabei haben und hat mich auch dann überzeugt. Trotzdem war für mich ja klar, zu wissen, okay, gehen in ihr rein. Klar war mein Vater, der hätte mich auch gerne spielen gesehen. Aber irgendwann war es so, ich bin aufgestanden und ich mache das. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, für Deutschland zu spielen. Und wie fanden Sie, dass Ihr Freund Otto, ihr habt ja zusammen bei Hannover gespielt, sich anders entschieden hat? Soweit habe ich gar nicht gedacht. Also klar habe ich mich für Otto gefreut, dass er sich so entschieden hat, wie er es haben wollte. Ich wusste auch, dass meine Entscheidung bezüglich für Deutschland zu spielen das Schwierigste ist. Ich hatte auch Panik zu wissen, okay, jetzt machst du vielleicht ein Länderspiel, wirst du auch nicht mehr eingeladen. Man macht sich als Spieler sehr viel Gedanken. Ich wusste auch schon, wenn ich jetzt nach Ghana gehe, vielleicht werde ich mehr Länderspiele machen. Ja. Aber es war für mich so, ich will das durchziehen. Und ich wusste ja gar nicht, was danach kommt. Sondern für mich war einfach, ich wusste, ich will das durchziehen. Ich habe diesen Gespräch mit Rudi Füller so sehr positiv gesehen, dass ich auch, ich will das machen. Und deswegen habe ich das durchgezogen. Und für Otto habe ich mich gefreut, als er für Ghana gespielt hat, ihn zu sehen, dass für Ghana spielt. Es ist halt auch schön, ist schön zu sehen. Aber für mich war die Entscheidung gefallen, zu sagen, ich will unbedingt für Deutschland spielen. Patrick ist ja ein paar Tage jünger sozusagen, der das vermutlich aus der Ferne deutlich will ich. Deutlich, selbstverständlich. Sieht aber älter aus. Wie also haben Sie das aus dem Kinderzimmer heraus beobachtet, diese sehr unterschiedliche Entscheidung? Ja, auch da, ich glaube, das war gar nicht für mich, das war gar nicht in meinem Kosmos, dass ich darüber nachdenke, warum ein dunkelhäutiger Spieler sich für Deutschland oder dann doch für, ich sage jetzt mal,
ja, seine ursprüngliche Herkunft, ja, oder das Herkunftsland entscheidet. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Weder für mich noch jetzt für andere Personen. Ja. Also ich kannte ja Otto und auch Gerald zu dem Zeitpunkt schon. Aber ich fand das einfach cool. Ja, die spielen für ihr Land und der eine so, der andere anders. Also das ist, ist eine Entscheidung, die man trifft, klar, aus welchen Gründen auch immer. Alles gut. Internationaler Fußball. Serap Güler, die sich ja von Berufswegen auch, also politisch, um die Fragen von Integration kümmert. Was erzählt das über ein Land, wenn jemand, der hier geboren ist, hier aufgewachsen, der sich als Deutscher fühlt, dann am Ende sagt, ich spiele aber lieber für Ghana, weil gefühlsmäßig bin ich deutlich eher da. Und zwar deswegen, weil ich mich in dem Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, einfach nicht wirklich akzeptiert fühle. Und jemand anderer wiederum, der mit 12 Jahren, glaube ich, dann hierher kommt, sagt, okay, kann ich mir vorstellen. Also da läuft doch offensichtlich bei der Integration irgendwas gründlich schief. Das ist oft eine emotionale Frage. Und die beiden haben das ja sehr gut erklärt. Ich finde jetzt nur nebenbei, weil sie das ja auch zur Integrationsfrage gemacht haben, dass Addo nicht weniger integriert ist, nur weil er sich für die... Nein, das habe ich damit nicht gesagt, nur damit das vielleicht einfach mal klar ist. Es ist halt oft das Gefühl der Identifikation mit dem Land, in dem ich lebe. Und ich freue mich riesig, dass das bei Asamoah geklappt hat, dass er diese Identifikation irgendwo gehabt hat. Dass er, ich meine, er hat ja auch die rassistischen Erfahrungen, die sieht man in dem Film, ja sehr, sehr deutlich. Und trotzdem sagt, nein, es gibt viele andere, die das nicht so sehen. Und deshalb entscheide ich mich für dieses Land. Es ist eine emotionale Frage und es ist traurig. Mich macht das eher traurig, auch als Integrationspolitikerin, auch wenn das jetzt diese Entscheidung lange zurückliegt. Aber nehmen wir an, die würde heute fallen, wenn sich jemand sagt, ich entscheide mich für die, ja, für die Nationalmannschaft des Landes, wo meine Eltern herkommen, noch nicht mal, wo ich selbst ausgewandert bin, sondern wo meine Eltern herkommen oder vielleicht sogar Großeltern, weil ich mich diesem Land verbundener fühle. Das zeigt ja letztendlich auch, dass uns hier etwas nicht geglückt ist, dass uns hier nicht etwas gelungen ist, dieses Wir-Gefühl zu schaffen, dieses Angekommensein, diese Akzeptanz, dass diese Menschen ein ganz klarer, selbstverständlicher Teil unseres Landes sind. Und das ist die Botschaft, die wir heute, glaube ich, viel deutlicher geben müssen, als wir das ja zu der Zeit noch gegeben haben. Aber müssen wir dafür nicht bestimmte Dinge tun? Ja, natürlich. Also ich meine, Sie machen sich alle Gedanken darüber. Und ich bin der Ansicht, Gerald hat es in dem Film gesagt, wenn ich meine Tochter sehe mit einer Freundin, Kinder, zumindest in einem gewissen Alter, machen sich darüber überhaupt keinen Kopf. Die spielen miteinander, die sind ganz normal miteinander. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Und irgendwann mal kommen Leute und erklären denen, dass es Unterschiede geben soll. Also was schließe ich daraus? Kindergarten, Schule, auch Sportvereine. Da müssen Dinge passieren, die ich aber in der Form nicht sehe. Wo ist das Geld, was wir eigentlich zur Genüge haben und an falschen Stellen ausgeben, für Schulsozialarbeiter? Ist nicht gemacht worden. Das Geld wird nicht abgerufen, weil manche Leute es entweder nicht für nötig befinden. Gut, das ist eine andere Diskussion. Vereine können Bildungsreferenten gebrauchen. Überall gibt es Möglichkeiten, gerade im Sportverein, wo Integration automatisch passiert. Und ich glaube, dass solche Unterscheidungen überhaupt nicht mehr greifen können, wenn Kinder und Jugendliche in den Schulen, vor allen Dingen in den Schulen, erst einmal verschiedene Kulturen und Länder kennenlernen, aber intensiv und ganz normal damit umgehen, dass man darüber redet und nicht immer nur kognitives Wissen vermittelt. Und dann die Vereine. Ich glaube, dass die Vereine, hier, wir haben einen riesen Pool von Vereinen, die aber viel mehr Unterstützung bräuchten. Denn dort, wo auch Fachpersonal da sein muss, und nicht nur Eltern, die mal zufällig, weil ihre Kinder da sind, eine Mannschaft trainieren, da haben wir eine riesengroße Chance. Und ich finde, dass wir diese Chance nicht genügend nutzen. Denn sonst würde es so etwas nicht geben. Sie sagen, wir haben versagt. Aber ich glaube, wir müssen was machen. Vielleicht gehen wir mal zurück, sozusagen ein bisschen chronologisch an die Anfänge. Ihr drei als Kinder, wie habt ihr das wahrgenommen? Bundesliga, Schwarze in der Bundesliga, Suleiman Sané, Anthony Baffo und andere. Jimmy Hartwig ist auch so ein Name, der auch auftaucht in dieser Dokumentation. Und auch damals schon mit Anfeindungen zu tun. Ich glaube, ich bin 90 gekommen und habe die deutsche Sprache gar nicht beherrscht und wusste gar nicht, was so abgeht in der Bundesliga. Für mich war es ein Riesenvorbild, Anthony Yeboah, der einfach ein super überragender Fußballer war. Und den habe ich einfach nachgeahnt. Aber das rassistisch, was ich beleidigt wurde, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube, da ist Otto mehr im Thema. Dass er gesehen hat, Suleiman Sané, habe ich auch die Bilder gesehen, das war ja schon
hart, was die Leute da damals absolut erlebt haben. Also, es ist, wie haben Sie das wahrgenommen, Otto? Ja, für mich war es leider Gottes normal. Also, weil ich so aufgewachsen bin, auch selber im Fußball, dann auch von Gegnern, dann klar, wenn man irgendwie vielleicht gefühlt besser war oder gewonnen hat, dass gerade in Stresssituationen wird man dann beleidigt, vom Gegner meistens, von gegnerischen Eltern. Und für mich war es normal, leider, ins Stadion zu gehen und zu sehen, dass die wenigen dunkelhäutigen Spieler, die da waren, dass sie beleidigt wurden oder dass Schmähgesänge auf die kamen. Und das war für mich ganz normale Sache, leider Gottes. Gerade so die 90er Jahre, da muss ich, ja, war ich 15, mit dem Mauerfall wurde auch gerade dann auch extrem dieser Ausländerhass oder auch gerade Asylantenhass dann geschürt. Und das war leider Gottes für mich normal. Ich glaube, bei der Szene, die wir jetzt gleich sehen, da waren Sie sogar im Stadion. Wir schauen mal kurz rein. Vater von Leroy Sané, ne? Ja. Und Sie waren dann in dem Stadion? Bei diesem Spiel war ich im Stadion. Spiel dabei? Ja, genau. Wir waren mit der Mannschaft da. Ich habe beim HSV gespielt. Wir waren U19. Bitte? U19. U19, genau. Jungen Jahrgang U19. Wir waren mit der Mannschaft im Stadion. Hatten manchmal zu einigen Spielen Karten. Und ich war da. Und dann kam das vor. Und das war dann auch schon beängstigend für mich. Und mein Trainer hat dann auch schnell reagiert. Ich glaube, 10 Minuten vor Schluss sind wir dann schon mal raus und gesagt, komm, ich glaube, es ist besser, wir gehen. Genau. Hat auch immer auf mich geguckt und mich im Auge gehabt und die Stimmung kippte. Natürlich gerade dann mit dem zweiten Tor und dann aus Sicht der HSV-Fans mit dem provozierenden Tänzchen. Und hat gesagt, komm, wir gehen. Und dann sind wir schnell aus dem Stadion raus, weil auch einige Fans mich schon angeguckt haben und geblickt haben. Und Ich meine, wenn man das auch hört, Patrick, der selber viel auch mit Medien und Fußballberichterstattung zu tun hat, wie das kommentiert wurde. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Also dann sei es drum, wie er es gemeint hat und was er damit wollte, das sozusagen. Und da gab es ja, wir haben vorhin auch Anthony Buff vom Sportstudio, ich weiß gar nicht, in welcher Sendung gesehen. Wir schauen uns die Szene gleich an. Ja, es war ja gang und gäbe. Es wurde einfach inflationär benutzt. Die Schimpfworte wurden wiederholt, wurde nochmal in die breite Masse getragen und damit ja auch so ein bisschen verharmlost und vielleicht, ich sag jetzt mal, alltagsfähig gemacht. Weil ja, der Moderator, der Kommentator hat es ja auch benutzt, dann kann man es ja auch sagen. Man hat schlechte Scherze gemacht beim WDR, glaube ich, in dem Fall. Und es geht um Anthony Buffer. Wir schauen mal kurz rein. Hahaha. Ha, ha. Ja, total. Abgesprochen lustig. Offensichtlich, also merkt man ja auch, ne? Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaub, Anthony schon. Ist relativ ein spontaner Mensch. Das wirkt wie so ein schlecht inszenierter Karlauer. Ja, aber ich glaube, wenn man ihn so ein bisschen kennt, erkennen zu können, dass er einfach spontan reagiert hat und zum Glück das nicht an sich ranlässt, sondern selber lustig genug ist und das Spielchen quasi mitspielt, um da keinen Eklat vielleicht draus zu machen. Das waren ja aber das war definitiv nichts, wo sie im Vorfeld gesagt haben, ich sag da mal so ein bisschen was und du lachst das einfach. Ich habe auch mit Anthony darüber gesprochen, also es war nicht abgesprochen. Ja. Der ist sehr, sehr spontan und sehr schnell. Und auch, hat auch immer freche Antworten parat gehabt und das war nicht abgesprochen. Aber wenn ich zu Buffo vielleicht, was mir in dem Film auch aufgefallen ist und was fand ich einfach so interessant, dass der junge Buffo mit einer Frechheit, kann man sagen, mit einer Leichtigkeit irgendwie damit umgegangen ist. Mhm. Aber der heutige, der ältere, diese Leichtigkeit nicht mehr hat. Und ich glaube, das hat viel mit Erfahrung zu tun. Wie oft ist mir das eigentlich im Leben begegnet? Und irgendwann, als junger Mensch konnte ich da irgendwie noch mit Humor, mit Frechheit drauf reagieren. Und heute ist es nicht mehr so. Ich glaube, es war eher eine Art, also kann ich mir vorstellen, das weiß ich nicht, aber es wäre meine Interpretation des Ganzen, es war eher eine Art von, ja, okay, ich will jetzt hier mal nicht mehr, also viel draus machen. Ne? Weil so, vielleicht sollte ich mir nicht erlauben, jetzt daraus eine klar zu machen. Und heutzutage ist klar, nein, ich kann für mich einstehen, ich kann mich wehren, ich darf was sagen. Und dann wäre das auch anders gelaufen. Nur dieses Bewusstsein war wahrscheinlich weder bei Anthony damals noch allgemein. Da gibt es ja noch in der Doku auch andere Beispiele. Genau. Beverly Ranger das will ich auch ganz klar sagen. Also ich habe auch in der Zeit viele mit Migrationshintergrund kennengelernt. Die auch auf Beleidigung reagiert haben. Und ich will jetzt nicht, es ist immer schwierig zu sagen, ob der eine oder andere Profi geworden wäre oder nicht. Aber diejenigen, die auf solche Sachen reagiert haben, die waren selber die Opfer dann. Weil die dann als aggressiv galten, als undiszipliniert und sind aus Mannschaften rausgeflogen, weil sie sich gewehrt haben, weil sie beleidigt wurden. Also ich weiß ganz genau, wenn ich nicht so gewesen wäre, und ich habe mich manchmal trotzdem darüber geärgert, dass ich nicht reagiert habe, also wenn ich nicht so gewesen wäre, wie ich bin. Ja.
dass ich eher ruhig und gelassen mein Ziel vor Augen habe und mich nicht von Hindernissen ablenken lasse, wäre ich niemals Profi geworden. Auf gar keinen Fall.